Jungs sind offensichtlich und augenscheinlich alle unglaublich heiß, sich hier wieder sportlich zu betätigen, gemeinsam am Erfolg zu arbeiten. Und es ist immer schön, diese engagierten Leistungssportler zu erleben, die einfach alles geben werden, um erfolgreich zu sein. Ich freue mich auf jeden Fall auf die WM. Mir ist auch klar, dass die weltweite Situation momentan nicht gerade die beste ist, um so ein Turnier auszuführen. Aber nichtsdestotrotz ist es für einen Sportler das Größte, für Deutschland zu spielen. Uns wurde bis jetzt versichert, dass alles wirklich gut geplant ist, gut aufgebaut ist, dass eigentlich nicht so viel passieren könnte. Ich glaube, das ist wahrscheinlich unvermeidbar. Jetzt vor dem Turnier ist es natürlich eine extrem große Welle an Absagen. Und gerade auch an Absagen von extrem wichtigen Schlüsselspielern. Es ist jetzt nun mal so, wir sind jetzt wieder sozusagen ein neu zusammengewürfelter Haufen, aber haben immer noch eine richtig gute Qualität in der Mannschaft. Und dann wird man sehen, was dann bei der WM passieren wird. Also ich glaube, unser erstes Ziel ist erstmal durch die Vorrunde sauber zu kommen, dass wir halt möglichst dann mit 2-0 Punkten in die Hauptrunde reinkommen. Und dann kann sich in so einem Turnier immer relativ schnell alles zum Positiven hin entwickeln. Man hat es ja zum Beispiel 2016 gesehen, da war auch so eine ähnliche Situation.